herzliches Dankeschön. Ihr seid in Schweiß gebadet. Hervorragend, super für dieses Jahr wieder. Aber, meine lieben Gäste, wie sieht's aus in alle Konuten? Lieber, sind schon viele weg, oder was? Die wollen doch alle hochkommen, ich will auch sagen. Zum letzten Drittel denke ich alle nochmal nach oben. Für die Presse ein hervorragendes Bild. Ich wurde eben darauf aufmerksam gemacht, sollte man vielleicht mal weitergeben, wenn hier so die jungen Leute stehen, die Packer so ein ganz klein bisschen weiter, Uli, die Packer so ein ganz klein bisschen weiter an der Seite gehen, da wird man den Konuten hier rein vom Bild besser erfassen kann. Wir werden dem gerne folgen. Ich sage herzlichen Dank für den Tipp, für den Hinweis. Und das werden wir uns merken für die nächsten Jahre. Sind wir jetzt fast vollzählig? Hallo. Ihr, meine lieben Freunde hinter mir. Seid ihr fast vollzählig? Dankeschön. So, und nach der Pause geht's gestärkt, habe ich gesagt. Gestärkt. Dieter, guck mir nicht so an. Dieter Fries. Es geht gestärkt weiter. So, und meine lieben Gäste, jetzt müsst ihr mal so ein bisschen mithelfen. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe das in den letzten Jahren sehr gerne gemacht und habe gesagt, ein Steckbrief habe ich hier und den möchte ich einfach mal verlesen. Und ich denke, dass ihr alle mithelfen werdet, dass wir diese Person hier ausfindig machen können. Wenn ich mal ein ganz klein bisschen... Ihr könnt nachher alle weiterreden, wie ihr wollt. Aber wenn ich uns um ein ganz klein bisschen Gehör mal bitten darf. Jetzt pass auf. Gesucht wird, Doppelpunkt. Eine 53-Jährige, die fast immer Hunger hat, zurzeit noch am Essen ist, gut aussehende, also ich würde sagen, dunkelblonde Frau. Sie ist Brillenträgerin. Hör mal, wisst ihr schon, wer gemeint ist? Nee, ne? Na gut. Sie ist Brillenträgerin und soll toll aufgemachte Fingernägel haben. Aber ich weiß noch was. Ihr glaubt es nicht, wie schön es ist, hier zu sehen und denjenigen anzugucken. Sagenhaft. Wer hat angeguckt, als wenn ich einen an der Pfanne hätte, hätte ich mal gesagt. Durch die Spaziergänge mit ihrem Hund hat sie eine Menge Schürfwunden. Immer noch nicht weiter? Ja, ich kann mir auch nicht helfen. Aber noch weiter. Einmal im Jahr fährt sie mit ihrem... Hör mal zu. Einmal im Jahr fährt sie mit ihrem Bandit... Oder wie heißt es? Wie? Da reden wir morgen drüber. Zum Motorradtreffen in Sauerland. Sie ist Präses der Motorradfreunde Gutenberg. Seit 30 Jahren ist sie verheiratet mit einem Drucker und mit einem Packer. Der rechts von mir steht, der ist derjenige. Und der sorgt jetzt dafür, dass seine Frau mit ihrem Allerwertesten da ins Wasser kommt. Jetzt eine Frage. Kommt sie alleine auf die Bühne? Oder muss sie geholt werden? Aber ich sehe, sie entkleidet sich schon. Ja, Bluse schon aus, Brille ist abgesetzt, Ohrringe sind draußen. Und was sonst noch, da möchte ich nicht drüber urteilen. Aber ich erwarte sie hier auf der Bühne. Mensch, Packer, ihr habt den Weg gespart. Was sehe ich jetzt? Es wird, ach, die wundervollen Schuhe werden ausgepackt. Mein Gott, was ein Theater. Da ist sie. Mensch, Meier, Sabine. Sabine, ist es denn wahr? Du hier heute, komm mal ein bisschen zu mir. Du hast mir vorhin gesagt, Dieter, vergiss das nicht im nächsten Jahr. Denn haben wir 20-Jähriges, meine lieben Gäste. Vergiss das nicht. Das ist im kommenden Jahr. Der 18. August. Dann treffen wir uns hier das 20. Mal. Und ich würde mich freuen, und natürlich alle, die gesamte Gautsch-Mannschaft hier um uns, die wir hier alle vertreten sind,
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie im nächsten Jahr alle hier wieder am 18. August sehen würden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Sabine ist hier. Sie hat mir heute Morgen gesagt, nächstes Jahr möchte sie gecoacht werden. Da habe ich gesagt, Mensch, das muss ich aber erstmal regeln, ob das also klappt. Und ihr werdet es nicht glauben, aber da steht sie ja. Sie ist bereit. Sabine, ich weiß nicht, ob der Mann dich so anpackt wie zu Hause oder ob er heute etwas liebevoller ist. Mein Gott, Uli, das gibt Ehekrach auf 10 Jahre. Mensch doch, Uli, ich möchte in deiner Haut nicht stecken. Oh, Sabine. Sabine, ist er kalt? Nee, ne? Sabine. Und lass ihren Korpus. Passelung. Ballen. Bis triefen. Beide Ballen. Ready. Und? Und jetzt der halbe Meter. Ja. Ja. Das kostet 10 Jahre, Uli. Uli, wie lange ist deine Fahrrad? 31. An den nächsten 19 schaffst du nicht mehr. Das sage ich dir. Die schaffst du nicht mehr. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war eine schöne Sache, das war gut. Und den nächsten übersehen.